Reformationstag, 31. Oktober. Ich gehe in die Kirche, weil wir wollen ja das Lutherjahr feiern. Und stolper über einen Stolperstein bei uns in der Straße, wo erinnert wird an einen jüdischen Mitbürger, der 1940 nach Gürs deportiert wurde, von dort nach Auschwitz verbracht und ermordet. Und ich denke mir dabei, ja, alle Juden wurden ermordet. Und auf dem Weg weiter zur Kirche denke ich an Martin Luther, wo ich ja jetzt auch gefolgt bin als Protestantin, seinen Thesen und denke, naja, er hat das auch mit dem Antisemitismus recht gut gewusst und hat dafür geworben, Schulen, Synagogen, Häuser von jüdischen Mitbürgerinnen und Mitbürgern zu zerstören, aus dem Glauben heraus, dass das Judentum eine falsche Interpretation bietet und damit das Christentum bedroht. Er war da natürlich falsch. Und mich hat es dann schon dazu bewegt, zu überlegen, kehre ich jetzt um oder gehe ich zum Reformationsgottesdienst? Ich habe mir dann aber noch mal gedacht, naja, Martin Luther hat ja schon die Kirche wieder auf den richtigen Weg gebracht. In dem Punkt nicht. Und auch da muss ich einfach drüber nachdenken und im Bewusstsein in den Gottesdienst gehen, dass auch Luther nicht alles richtig gemacht hat. Und dazu ist mir dann auch ein Gleichnis eingefallen. Das steht in der Bibel bei Matthäus im 13. Kapitel. Es ist das Gleichnis vom Unkraut im Weizen, wo der Bauer sehr deutlich sagt, nachdem er sieht, dass die Keimlinge alle gleich sind, auch von dem Unkraut, das ihm eingesät worden ist von seinem Feind. Und er dann zu seinen Arbeitern sagt, nein, ihr sollt das jetzt nicht rausreißen. Wir lassen das alles wachsen. Und wenn dann die Erntearbeiter kommen, dann wird das Unkraut erst rausgemacht, gebündelt und verbrannt. Und dass der Weizen dann als gute Ernte in die Scheune eingefahren. Ich finde, das passt sehr gut zu dem, was ich erlebt habe. Und ich bin dann noch mal weitergegangen zu Dietrich Bonhoeffer, der gesagt hat, ich glaube, dass auch unsere Fehler und Irrtümer nicht vergeblich sind und dass es Gott nicht schwerer ist, mit ihnen fertig zu werden, als mit unseren vermeintlichen Guttaten.